Die nächste fortgeschrittene Version zu dem Zyklus, zu den binomischen Formeln, ergänze zu einer binomischen Formel, ist eigentlich immer die Arbeitsanweisung, ja? Oder die Aufgabenstellung, könnte man auch sagen. Wir haben hier b-b-b minus dadam zum Quadrat, das ist die zweite binomische Formel. Ja? Irgendwas minus irgendwas zum Quadrat. Das heißt, wir haben hier schon mal a minus b in Klammern zum Quadrat, das können wir hier nochmal nachprüfen. Wir haben hier ein Minus, da haben wir ein Plus. Das heißt, dieses hier muss dann a Quadrat sein minus 2ab plus b Quadrat. Womit fangen wir jetzt an? Hier sind wir nach a gefragt und wir kennen oder wissen, dass a Quadrat gleich 1,44y Quadrat a Quadrat ist. Ja, das ist halt das, was ich in den vorhergehenden Videos a und b gemeint habe, dass hier diese Buchstaben- und Zahlenkombinationen durchaus auch kompliziert sein können. Ja? Nur wenn man die Struktur weiß, dann ist es natürlich einfacher. Hier kriegen wir also jetzt a raus aus diesem Term, aus diesen beiden Runden hier. Wenn wir a dann wissen, setzen wir das hier ein und kriegen aus diesem eckigen Block kriegen wir dann b raus, was wir dann hier einsetzen können. Das müssen wir aber gar nicht so machen. Es gibt jetzt hier mehrere Wege. Dieser hier ist der kompliziertere, wie ich finde. Deswegen habe ich den jetzt erstmal gesagt. Wir können aber auch genauso gut hier schon gleich sehen. Aha, halt, das soll ja kein Pfeil sein. Dieses hier, da können wir auch gucken. Okay, b ist ja offensichtlich x Quadrat. Dann können wir natürlich sagen, b Quadrat ist natürlich hier mit dem Pfeil leicht einzutragen. Wenn nämlich b gleich x Quadrat ist, dann ist b Quadrat über das Quadrieren von beiden Seiten zu kriegen. Ich quadriere b und ich quadriere x Quadrat. X Quadrat in Klammern zum Quadrat ist gleich x hoch 4. Denn man potenziert eine Potenz, indem man mit ihrem, also die beiden Exponenten miteinander multipliziert. Das ist ja das gleiche wie x Quadrat mal x Quadrat, ne? Denn hoch 2 bedeutet immer, das, was hier hoch 2 genommen wird, soll zweimal mit sich selbst mal genommen werden. X² mal x² ist ja das gleiche wie x mal x mal x mal x. Ja, denn x² ist ja auch wieder das gleiche. Wenn hier Quadrat steht, heißt es, dass dieses, was quadriert wird, zweimal mit sich selbst mal genommen wird. Das steht hier, x mal x. Genau das gleiche hier auch. Und x mal x mal x mal x ist halt x hoch 4. Mehrere Möglichkeiten, sich das zu erklären. Jedenfalls ist b² gleich x hoch 4. Damit haben wir schon mal die Hälfte der Punktzahl. Das andere funktioniert jetzt so, dass wir auch hier wieder sagen, a Quadrat ist gleich 1,44 y Quadrat a Quadrat. Und wir wollen natürlich, dieses hier ist die Formel und dieses hier ist die Aufgabe. Ja? F und a, und wir wollen immer nach dem a von dem f auflösen. Gut, das heißt, wir ziehen hier die Wurzel, dann steht da a ist gleich 1,44 ist eine Quadratzahl. 144 ist nämlich 12 Quadrat. 12 Quadrat gleich 144. Das bedeutet, wenn wir hier ein Komma, also zwei Nachkomma stellen, durch Kommasetzung zwei Nachkomma stellen produzieren, dann ist das in dem Quadrat immer eine Nachkommastelle. Das will ich jetzt mal so als Vokabel einfach hinstellen. Wer die Vokabel mal nachfragen will, der kriegt mit Sicherheit auch ein Video von mir dazu, das erklärt. Also hier haben wir schon mal 1,2. Da hier ein Mal steht, können wir die jeweils einzeln ziehen. Y Quadrat, Wurzel aus Y Quadrat ist Y, Wurzel aus A Quadrat ist A. Das heißt, A in der Formel entspricht 1,2. Wir können hier auch den Pfeil nochmal hinmachen, der repräsentiert diesen Pfeil. Ist dann also 1,2 y a. Man darf auch 1,2 a y hinschreiben. Das ist völlig Mumpitz, Schmumpitz. Und jeder, der das nachrechnen möchte, kann das gerne mal tun. Und wer das nachfragen möchte, sollte das auch gerne tun per Kommentar. Wer andere Aufgaben hat, schreibt mir bitte unbedingt eine E-Mail.